jetzt das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutsche Eisenbahn ist seit heute wie ein Privatunternehmen organisiert. Bundesbahn und Reichsbahn haben aufgehört zu existieren. Das Nachfolgeunternehmen heißt Deutsche Bahn AG. In Frankfurt am Main wurde die Gründungsurkunde unterzeichnet. Die Bahn bleibt zwar zunächst im Alleinbesitz des Bundes, soll aber nunmehr nach ausschließlich privatwirtschaftlichen Prinzipien arbeiten. Der Bund hofft für die nächsten 10 Jahre auf eine Kostenersparnis von 100 Milliarden Mark. Das Ziel insgesamt mehr Effektivität und Kundennähe. 3 Jahre nach seinem Amtsantritt hat Heinz Dürr sein großes Ziel erreicht. Notartermin in Frankfurt, die Deutsche Bahn AG wird gegründet. Bundesbahn und Reichsbahn sind vereint, von den Fesseln des Beamtenrechts befreit, in ihren Unternehmensentscheidungen unabhängig von behördlichen Weisungen. Wir wollen mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Wir wollen den Haushalt entlasten, den Steuerzahler. Und wir wollen bessere Angebote für unsere Kunden machen. Mit der Reform wird die Deutsche Bahn komplett umorganisiert, in einzelne marktbezogene Geschäftsbereiche aufgeteilt, die mehr Verkehr, Menschen und Güter auf die Schiene locken sollen. Dennoch müssen mehr als 100.000 Mitarbeiter abgebaut werden. Der Bund übernimmt 70 Milliarden Mark Altschulden, zahlt weiter für die Schieneninfrastruktur, die Modernisierung der Reichsbahn und den Nahverkehr. Trotz dieser günstigen Startbedingungen wird die Luft dünn für die AG. Denn nur im Personenfernverkehr mit dem erfolgreichen ICE sind von Anfang an schwarze Zahlen sicher. Im Nahverkehr müssen tragfähige Konzepte gemeinsam mit den Ländern erst noch erarbeitet werden. Auch die Bahnhöfe selbst sollen durch gewerbliche Nutzung in Zukunft ähnlich wie Flughäfen Erträge bringen. Die größten Probleme lauern jedoch auf den unendlichen Gleisfeldern der Güterbahnhöfe. Hier macht die Bahn mehr als die Hälfte ihrer Umsätze. Aber die Marktanteile gegenüber der Straße sind immer weiter gefallen. Wenn es nicht gelingt, den Trend umzukehren, mit Spediteuren integrierte Verkehrskonzepte durchzusetzen, dann wird die Jahrhundertreform die Explosion der Defizite nicht verhindern. Bundespräsident von Weizsäcker hat sich mit großer Entschiedenheit gegen eine Änderung des Wahlrechts gewandt. Protestwähler, so Weizsäcker zur Bild am Sonntag, dürften nicht durch Kunstgriffe ausgeschlossen werden. Um der Politikverdrossenheit zu begegnen, sei es vielmehr notwendig, im Grundgesetz mehr Bürgerbeteiligung zu verankern. Volksbefragungen zum Beispiel seien ein Gewinn für die Politik. Durch Urwahlen bei der Kandidatenauswahl, so Weizsäcker, sollten sich auch die Parteien selbst öffnen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Engelhardt, hat die Bürger aufgerufen, im Wahljahr 1994 von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Wählen zu können sei ein kostbares Bürgerrecht, heißt es in der Neujahrsbotschaft des badischen Landesbischofs. Wahlverweigerung stärke die radikalen Kräfte und mache den sozialen Frieden brüchig. Darüber hinaus, so Engelhardt, hätten Christen eine Verantwortung für das Gemeinwesen. Der FDP-Ehrenvorsitzende Genscher hat die Art und Weise der Diskussion um die Bundeswehr scharf kritisiert. Gänzlich unverdient liefen die Streitkräfte derzeit Gefahr, zwischen die Fronten eines Parteienstreits zu geraten. In der Welt am Sonntag schreibt der ehemalige Außenminister: Die Forderung, Deutschland müsse endlich seine Verantwortung erfüllen, sei eine Herabsetzung des Beitrages der Soldaten zur Friedenssicherung in der Vergangenheit. Zugleich spricht sich Genscher gegen eine erweiterte Einsatzmöglichkeit der Bundeswehr im Innern aus. Beim Thema innere Sicherheit gehörten nicht die Bundeswehr und die Notstandsgesetze auf den Prüfstand, sondern Stärke, Ausrüstung und Besoldung der Polizei. In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo lieferten sich serbische Belagerer und Moslems auch in der Silvesternacht heftige Kämpfe. Der Beschuss setzte gegen Mitternacht ein. Eine Granate explodierte auf dem Parkplatz des UN-Hauptquartiers. Das Gebäude wurde 3-mal getroffen. Auch am Morgen detonierten in der Stadt Granaten. Nach Angaben der Krankenhäuser wurden insgesamt 10 Menschen, unter ihnen ein französischer UN-Soldat, verletzt. Wieder fiel in Sarajevo der Strom und damit die Wasserversorgung aus. Viele suchten vergebens die Pumpstellen auf. In den von Israel besetzten Gebieten gab es wieder Zusammenstöße. In der Stadt Gaza bewarfen Jugendliche eine Patrouille mit Steinen und einer Brandbombe. Bei den folgenden Auseinandersetzungen wurden mindestens 5 Anhänger der islamischen Untergrundbewegung Hamas durch Schüsse von israelischen Soldaten verletzt. Auch an anderen Orten im Gazastreifen und im Westjordanland begingen mehrere tausend Palästinenser erstmals öffentlich den sogenannten Fatah-Tag. Vor 29 Jahren hatte die Fatah, die wichtigste Unterorganisation der PLO, den ersten ihrer Anschläge gegen den Staat Israel verübt.
Auch in der nordirischen Hauptstadt Belfast begann der Jahreswechsel mit Gewalt. Die irische Untergrundorganisation IRA verübte nach eigenen Angaben zahlreiche Brandbombenanschläge. Viele Geschäfte brannten völlig aus. Ein Feuer in der historischen Linenhall-Bibliothek konnte von der Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Millionenhöhe. In einer Erklärung zum neuen Jahr hatte die IRA die Fortsetzung ihres gewaltsamen Kampfes für ein vereinigtes Irland angekündigt. Der europäische Wirtschaftsraum EWR ist heute in Kraft getreten. Ihm gehören neben den EU-Mitgliedstaaten auch Island, Norwegen, Schweden, Finnland und Österreich an. Im größten Binnenmarkt der Welt können sich Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital künftig weitgehend frei bewegen. Die Länder des EWR zählen 372 Millionen Verbraucher und erzielen zusammen ein Bruttoinlandsprodukt von 7,5 Billionen Dollar. In Russland ist es von heute an verboten, mit ausländischen Währungen zu bezahlen. Untersagt ist nach einem Beschluss des Zentralbankrates aber nur der Bargeldumlauf. Waren- und Dienstleistungsgeschäfte ausländischer Firmen können weiter mit Devisen abgewickelt werden. Direkt gegenüber dem Kreml das traditionsreiche Kaufhaus Gun. Heute fest in der Hand ausländischer Unternehmen. Wer hier an die begehrten Westwaren kommen will, muss harte D-Mark oder Dollar mitbringen. Für die kleine Schicht der Neureichen Russlands, die ihre Geschäfte meist mit dem Ausland machen, kein Problem. Doch für die Mehrheit der russischen Bevölkerung, vor allem aus der Provinz, die oft noch nie einen Dollar- oder D-Mark-Schein gesehen hat, eine nur schwer überwindbare Barriere. Seit heute nun darf nur noch in Rubel bezahlt werden. Eilig gemalte Schilder zeigen den Kurs. Und da für einen Dollar mehr als 1000 Rubel hingeblättert werden müssen, kommen die Verkäuferinnen aus dem Zählen gar nicht mehr raus. Wer größere Einkäufe tätigen will, muss demnächst wohl die Rubel in der Plastiktüte mitbringen. Die Kleinhändler auf Moskaus Straßen, deren Kioske wie Pilze aus dem Boden schießen, haben sich schon lange auf die sogenannte normale russische Kundschaft eingestellt. Sie verkaufen ihre meist in kleinen Mengen abgegebenen Waren ausschließlich in Rubel und können davon offenbar auch ganz gut leben. Der russischen Wirtschaft wird die heutige Maßnahme kaum auf die Beine helfen. Ihre Bedeutung liegt vielmehr im Psychologischen. Die Menschen hier im Land sollen endlich das Gefühl bekommen, dass ihr eigenes Geld nicht weniger wert ist als ausländisches. Zumindest auf dem Gebiet der Währung soll der Nationalstolz nicht länger leiden. China hat mit Beginn des neuen Jahres seine Währung, den Yuan, abgewertet und ist gleichzeitig zu einer kontrollierten Freigabe der Wechselkurse übergegangen. Dies gilt als erster Schritt zu einer völligen Umtauschbarkeit der Landeswährung. Sie ist Voraussetzung für die Aufnahme Chinas in das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT. Vor der Südspitze Korsikas ist am Morgen ein französisches Passagier- und Frachtschiff mit 83 Menschen an Bord auf einen Felsen gelaufen und leckgeschlagen. Trotz starken Sturms gelang die Bergung aller Passagiere und Besatzungsmitglieder. Die meisten von ihnen konnten am Vormittag mit Hilfe von französischen Armeehubschraubern in Sicherheit gebracht werden. Das Schiff war auf dem Weg von Marseille nach Porto Vecchio, vermutlich wegen eines Radarfehlers, mehrere Kilometer vom Kurs abgekommen. Wenige Tage nach dem Jahrhunderthochwasser ist der Rhein erneut angestiegen. Für morgen Nachmittag wird in Köln ein Pegelstand von etwa 8 Metern erwartet. Eine Wiederholung der schweren Überschwemmungen von vor einer Woche schließen die Behörden allerdings aus. An Mosel und Saar hat das Hochwasser bereits seinen Höchststand erreicht. In den nächsten Tagen wird mit einem Rückgang des Wasserstandes gerechnet. Überschwemmungen gibt es auch in Niedersachsen. Dort traten Leine, Aller und Weser über die Ufer. Zahlreiche Straßen mussten wegen Überflutung gesperrt werden. Bei einem Brand in diesem Baumarkt konnte die Feuerwehr in Ingelheim knapp eine Explosionskatastrophe verhindern. Dort gelagerte Gasflaschen wurden rechtzeitig weggeräumt. Weil auch Lacke und Kunststoffe brannten, war befürchtet worden, dass Giftgase entweichen konnten. Deshalb wurde die Bahnstrecke Mainz-Koblenz für 2 Stunden gesperrt. Die Flammen griffen auch auf ein benachbartes Obstlager über, konnten dort aber rasch gelöscht werden. In der Halle des Baumarktes entstand Schaden in Millionenhöhe. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Silvesternacht verlief nach Angaben von Polizei und Feuerwehr weitgehend ruhig. Für Raketenknaller und andere Feuerwerkskörper gaben die Bundesbürger insgesamt mehr als 140 Millionen Mark aus, etwa genauso viel wie im Vorjahr. Zu größeren Zwischenfällen kam es nur in Bremen. Bei einer 3-stündigen Straßenschlacht zwischen Polizisten und rund 600 Randalierern wurden mindestens 22 Beamte leicht verletzt. Die Polizei nahm 10 Personen vorläufig fest.
In Mainz haben die Narren auf den Straßen die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Zum traditionellen Neujahrsumzug der Garden kamen etwa 35.000 Zuschauer. Sie sahen mehr als 1.500 Mitglieder der Mainzer Korporationen, die durch die Innenstadt zogen. Die Narren haben 1994 eine kurze Kampagne vor sich. Schon am 16. Februar, dem Aschermittwoch, ist alles wieder vorbei. Der norwegische Doppelweltmeister Espen Bredesen hat das Neujahrspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Jens Weißflog aus Oberwiesenthal belegte den zweiten Platz vor dem Japaner Okabe. Und eben jener Jens Weißflog setzte die Maßstäbe im Finaldurchgang auf der Olympiaschanze zu Garmisch-Partenkirchen. Den 104 Metern im ersten Durchgang folgten 110. Und das war ein neuer Schanzenrekord. Und trotzdem, der Oberwiesenthaler war nicht zufrieden. Man sah es und er zeigte es auch deutlich. Die Telemark-Landung, die elegante, sie fehlte. Das bedeutete Punktabzug. Das bedeutete, Espen Bredesen, dem Führenden, hätten wohl schon 107 Meter gereicht. Aber der Norweger hatte den perfektesten Flug des Tages. Dabei eine gute Landung. Und zwar bei 111 Metern. Schanzenrekord gekontert. Der Tagessieg für ihn. Konstant in die Weltspitze springt Dieter Thoma. 105 Meter und Haltungsnoten zwischen 17 und 18. Dahinter Zartner wurde 12. So viel zur Klasse der deutschen Springer, die mit 10 Startern unter den letzten 50 und 6 unter den letzten 35 auch mit Masse glänzten. Im Gesamtweltcup glänzender Erster weiterhin Jens Weißflog vor Bredesen und dem Österreicher Goldberger, der heute 5. wurde. Der norwegische Weltmeister und der wiedererstarkte deutsche Dauerbrenner, in der Tournee-Gesamtwertung nur durch einen halben Punkt getrennt, sind momentan wirklich die Überflieger bei der 42. Vierschanzentournee. Nach den Olympischen Spielen, dem wichtigsten Ereignis der Skispringer. Doppelsieg beim Nationencup der Zweierbobs in Königssee. Ex-Weltmeister Rudi Lochner und sein Bremser Markus Zimmermann, beide Königssee, belegten zusammen mit den Schweizer Olympiasiegern Veda Aklin den ersten Platz. Ihre Siegeszeit 1 Minute 40,51 Sekunden. Die favorisierten Schweizer hatten im ersten Durchgang Bestzeit erreicht. Nach deren Fahrfehler im zweiten Lauf aber holten Lochner und Zimmermann den Rückstand auf. Dritte wurden mit 400stel Rückstand die Unterhachinger Weltmeister Christoph Langen und Günther Eger. Die Lottozahlen 5, 15, 38, 41, 42, 49, Zusatzzahl 30, Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 1, 7, 9, 5, 8, 3, 6. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 0, 3980. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 2. Januar. Ein umfangreiches Wolkengebilde reichte von Nordosteuropa bis nach Nordafrika und bewegte sich Richtung Osten. Anschließend vorübergehende Auflockerungen. Gebietsweise schien auch in Deutschland zum Neujahrsspaziergang die Sonne. Atlantische Tiefausläufe bringen morgen zunächst im Westen erneut dichte Wolken und Niederschlag. Aus Schneefall wird Regen, der im Tagesverlauf nachlässt. Die tiefsten Temperaturen minus 2 bis plus 2, gebietsweise minus 5 Grad. Höchstwerte zwischen 3 und 9 Grad. Stark auffrischender und böiger Wind weht um Süd. Wegen der milden Temperaturen blühen im Südwesten Deutschlands bereits die Forsythien. Bis Mittwoch bleibt es trüb und regnerisch.